Willkommen zu «Auf den Punkt», einem neuen Politflash mit mir, der Gamilote. Ich diskutiere mit euch jeden Donnerstag die heissesten Themen aus der Politik und bringe die Woche damit auf den Punkt. Wir starten gerade mit News aus der Politmetropole Zürich. Oder soll ich eigentlich sagen, aus der grünen Diktatur Zürich? Die GLP und ihre weniger attraktive Schwester, die Grünen, dürfen gemeinsam am Sonntag den Wahlerfolg feiern und können jetzt endlich den Bürger als Portemonnaie gehen. Doch wie hat es überhaupt so weit kommen? Die Antwort hat uns jetzt das Statistische Amt aus dem Kanton Zürich geliefert, gerade heute. Und sie sagen uns, die Grünen sind von vielen SP-Wechselwählern gewählt worden, aber auch von hochausgebildeten Akademikern. Bei der GLP ist es so, die haben ihre Wähler geholt bei der FDP, aus den FDP-Hochburgen, und zwar dort, wo die Leute gut verdienen, vom Zürichberg oder vom rechten Zürichseeufer. Was heisst das jetzt? Jetzt wird Klimapolitik in Zürich von gut ausgebildeten Akademikern diktiert. Oder anders gesagt, von denen, die die Forderungen, die eben die Parteien stellen, am wenigsten treffen. Sei es jetzt Flugticketabgaben, eine Ökosteuer oder Verbot von Benziner. Im Endeffekt, der Akademiker mit einem Uniabschluss, einem Salär von 120'000 Franken im Jahr, der in seinem Tesla sitzt, der kann eigentlich sich da nicht so viel Sorgen machen, weil treffen tut es die anderen. Um es auf den Punkt zu bringen, die Klimadiktatur der Akademiker ist in Zürich auf dem Vormarsch. Sie wählen die Grünen fürs gute Gewissen, aber treffen soll es doch bitte die Dummen und die Armen. Was denken ihr? Ist es doch gut, dass jetzt vielleicht die Grünen an der Macht sind und endlich können ihr Programm durchziehen? Oder heisst es jetzt einfach zahlen und am Ende tut es dem Mittelstand weh? Sagen wir eure Meinung in den Kommentaren. Abonniert auch meinen Kanal. Ich freue mich, mit euch zu diskutieren. Jetzt kommen wir zu einem zweiten Thema der Woche. Dafür müssen wir ein bisschen über die Landesgrenzen hinaus schauen. Die EU hat am Dienstag der neuen Urheberrechtsreform zugestimmt. Dort geht es konkret darum, dass man das Urheberrecht, das alte, als neue Internetzeitalter anpasst. Immer dann, wenn Politiker sich Gedanken um Digitalisierung machen, ist das Risiko sehr, sehr gross, dass sie das Ziel hinausschiessen. So passiert in der EU. Unter dem Titel von Artikel 13 geht es eigentlich darum, dass eben die Frage der Verantwortung von Plattformen wie YouTube geregelt wird. Es geht konkret darum, dass YouTube soll aktiv zum Beispiel verhindern, dass geschützte Inhalte aufgeladen werden. Das geht aber leider nur mit sogenannten Upload-Filtern. Also YouTube soll aktiv im Vorhinein, wenn Leute Material auf YouTube laden, verhindern, dass geschütztes Material, das eben urheberrechtlich geschützt ist, aufgeladen wird. Das Ganze passiert automatisch natürlich, das ist klar, weil auf YouTube werden pro Minute über 400 Stunden Videomaterial aufgeladen. Dass da Fehler vorprogrammiert sind, ist ja klar. Es ist so, im Endeffekt resultiert das Urhebergesetz in dem, dass die EU entscheidet, was wird aufgeladen und was nicht. Es ist nämlich unmöglich, eine Lizenz für alle Inhalte zu erwerben. Es ist auch das, dass im Endeffekt nur noch sichere, sogenannte geschützte Dateien auf YouTube geladen werden. Und im Endeffekt ist das eigentlich eine Eingrenzung vom freien Internet. Die Zensur wird auch die Schweiz treffen. Der Ständerat diskutiert momentan eine auch aktuellere Version des Urheberrechts. Und ein anderer Punkt ist, dass die EU, die die Gesetze macht, und YouTube, die das nachher zum Beispiel umsetzen muss, sicher keine Rücksicht wird nehmen auf die Schweiz. Sie werden sich sicher nicht den Aufwand machen, die Schweiz aus dem auszuklammern. Und wir müssen daran denken, das Parlament, das sehr EU-gesinnt ist, wird sicher nachziehen. Weil wir reden nämlich auch von dem Parlament, das uns beim Geldspielgesetz schon Netzsperren eingebrockt hat. Das heisst, um es auf den Punkt zu bringen, die Zukunft des Internet sieht auch in der Schweiz schlecht aus. Doch was ist eure Meinung dazu? Was denkt ihr von dieser ganzen freien Internetbewegung?
Sind das einfach ein paar wahnsinnige Junge, die da überreagieren? Oder ist es endlich Zeit, dass wir aufwachen und uns für die Freiheit vom Internet einsetzen? Sagen wir eure Meinung in den Kommentaren. Ich freue mich, mit euch zu diskutieren. Das war es diese Woche mit «Auf den Punkt». Abonniert doch meinen Kanal, diskutiert mit mir in den Kommentaren und wir sehen uns nächste Woche zu einer neuen Ausgabe von «Auf den Punkt».